habe es nicht gemerkt. Und das war mir so peinlich, Leute. Das war mir so peinlich. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Würdest du eher Tag. Und das sind einfach wirklich ziemlich verrückte Fragen, die ich euch gleich beantworten werde. Und wenn du Interesse daran hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du dranbleibst. Schon gesagt habe, gibt es heute den Würdest du eher Tag und das sind einfach verschiedene Fragen und die werde ich euch jetzt beantworten und dann würde ich sagen, es geht los. Und dazu habe ich mir die Fragen auf ein Blatt ausgedruckt und die werde ich jetzt nacheinander durchgehen und die erste Frage ist, würdest du eher den ganzen Tag rumlaufen, während dein Rock unbemerkt in deiner Unterhose steckt oder dein Kleid durchsichtig ist? Und eigentlich ist beides wirklich ziemlich peinlich, aber ich denke, dass ich in dem Moment lieber das durchsichtige Kleid bevorzugen würde. Weil, wenn der Rock in der Unterhose steckt, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ein bisschen peinlicher. Und ich gehe jetzt immer davon aus, was mir am peinlichsten wäre und deswegen würde ich auf jeden Fall nehmen, dass das Kleid durchsichtig ist, weil meistens sind die Kleider ja nicht so durchsichtig, sondern man sieht halt nur den BH oder... Naja, das andere ist auch schon peinlich. Nein, ich würde auf jeden Fall das Kleid nehmen, das durchsichtig ist, anstatt dass der Rock in der Unterhose steckt. Die nächste Frage ist, würdest du eher auf einer Party gehen mit Lippenstift auf den Zähnen oder mit Fake Lashes, die nicht richtig kleben? Und da ist eigentlich meine Antwort auch schon klar. Ich benutze keine Fake Lashes und selbst wenn ich sie benutzen würde, würde ich auf jeden Fall da zusehen, dass sie richtig kleben. Ich würde mich auf jeden Fall für Lippenstift auf den Zähnen entscheiden, weil das kann immer mal passieren, dass man halt mit Lippenstift auf den Zähnen rumläuft. Aber meistens sagt eine nette Freundin einen das dann auch und man hat dann mindestens die Möglichkeit, das wegzumachen. Wenn man Fake Lashes drauf hat, die nicht richtig kleben, dann hat man nicht so wirklich die Möglichkeit, die bei der Party so runterzunehmen, weil es dann einfach komplett scheiße aussieht. Aber wenn man sie drauf lässt und sie immer noch nicht richtig kleben, sehen sie halt auch scheiße aus. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall für Lippenstift auf den Zähnen entscheiden. Würdest du eher vergessen, auf ein Auge Mascara aufzutragen oder auf eine Seite Blush? Ich würde eher vergessen, auf einer Seite Blush aufzutragen. Weil Mascara, das macht man halt so morgens und irgendwie... Das ist mir noch nicht in meinem Leben passiert, dass ich vergessen habe, eine Seite Mascara aufzutragen. Ja, das Einzige, was mir schon mal passiert ist, dass ich mir vergessen habe, auf der einen Seite Foundation aufzutragen. Also da bin ich mit einer Seite Foundation rumgelaufen und auf der anderen Seite hatte ich keine Foundation drauf. Also ja, das ist mir schon mal passiert, aber Blush, das ist mir noch nicht passiert und das hoffe ich auch nicht, dass es mir passieren wird. Aber trotzdem würde ich mich für einen Blush entscheiden, weil, wie gesagt, Mascara könnte mir nie passieren, weil ich wirklich immer Mascara benutze. Und das wäre schon wirklich sehr seltsam, wenn ich das vergessen würde. Würdest du eher einen krassen Lippenstift-Lip-Liner-Kombination oder einen eisblauen Lidschatten tragen? Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Das ist ja beides gerade nicht schön, ne? Ich würde definitiv den eisblauen Lidschatten lieber nehmen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so affig aussieht wie eine krasse Lippenstift-Lip-Liner-Kombination und deswegen... Wobei eisblaue Lidschatten, das ist echt auch schon... Das ist echt auch schon peinlich. Ja, okay, machen wir weiter. Ich würde mich für den eisblauen Lidschatten entscheiden. Würdest du eher mit zwei Nuancen zu heller Foundation oder mit viel zu viel Bronzer rausgehen? Da ist meine Antwort eigentlich auch schon klar. Ich würde mit zu heller Foundation rausgehen, weil Bronzer... Oder zu viel Bronzer, das sieht einfach mal aus, als hätte man sich auf der Sonnenbank gelegt und hätte das vergessen. Also hätte sich dort vergessen. Auf jeden Fall, das würde schon wirklich ziemlich lustig und ziemlich peinlich aussehen. Ich glaube, ich würde mich wirklich für die Foundation entscheiden, die zwei Nuancen heller ist, weil
Ja, Mensch. Habe ich ja nicht gemacht, so als ich mich damals angefangen habe zu schminken. Doch, ich leider wirklich. Ich habe damals zu helle Foundation benutzt. Und dann mal eine Zeit lang zu dunkle Foundation. Ich habe das alles schon durch. Die nächste Frage ist, würdest du eher eine Flasche Ketchup komplett austrinken oder auf dein Ex treffen, während du ein Bad Hair Day und Pickel im Gesicht hast? Eine Flasche Ketchup austrinken ist richtig eklig. Also, das würde ich noch nicht mal bei der krassesten Mutprobe machen. Ich glaube, ich würde wirklich lieber auf den Ex-Freund treffen, während ich ein Bad Hair Day und Pickel im Gesicht habe, weil im Endeffekt interessiert es mich doch gar nicht mehr. Und zumindest, ja. Nein, das interessiert mich gar nicht mehr und dementsprechend ist es mir auch ziemlich egal, was diese Person von mir denkt. Die nächste Frage ist, würdest du eher einen Promi daten wollen oder mit einem perfekten Red Carpet Frisur aufwachen? Ich würde lieber einen Promi daten wollen, weil das ist doch meine einmalige Erfahrung, so einen Promi zu daten und eine Red Carpet Frisur, die ist halt ja, nicht von Dauer, ne? Also, das ist nur ein Tag, da warst du mit so einer Red Carpet Frisur auch, aber so eine Erfahrung mit so einem Promi, das bleibt sein Leben lang. Also, das le bleibt sein Leben lang in einem Gedächtnis und deswegen würde ich das auf jeden Fall nehmen. Würdest du eher unter den Achseln nach Moschus oder leckere Lasagne riechen wollen? Lasagne, 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 ich liebe Lasagne. Ich liebe Lasagne. Okay, dann wäre das auch schon mal geklärt. Die nächste Frage ist, würdest du eher dein Handy oder dein komplettes Make-up für ein Jahr aufgeben? Ich würde auf jeden Fall mein komplettes Make-up für ein Jahr aufgeben, weil, wie ich schon mal über 15 Facts About Me angesprochen habe, fällt es mir ziemlich schwer, mein Handy wegzulassen. ja, mit anderen Worten, ich bin ziemlich handysüchtig. Deswegen würde ich mich, wenn ich mich jetzt sofort entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall ein Jahr mein Make-up komplett weglassen, anstatt mein Handy abzugeben. Würdest du eher total überschminkt oder komplett ungeschminkt auf einen süßen Typen treffen wollen? Und da würde ich auf jeden Fall komplett ungeschminkt nehmen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Männer lieber auf natürliche Mädchen stehen, anstatt auf total zugekleistete Mädchen. Und ja, dazu habe ich auch eigentlich eine richtig, richtig lustige Geschichte. Als ich damals meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, gingen wir das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, im Kino. Und ich habe mich natürlich auch richtig schick gemacht mit Mascara und Foundation und Blush und dies und das. Und war dann auch einigermaßen zufrieden mit mir. Und da ich meine Mutter nicht nerven wollte, ob sie mich dahin fährt, habe ich einfach mein Fahrrad geschnappt und bin dort zum Bahnhof hingefahren, weil wir uns dort treffen wollten. Bloß leider war es Nieselregen und es hat mein komplettes Make-up zerstört. Mein Mascara war runtergelaufen, meine Foundation war nur noch auf der einen Seite so hübsch und oh Gott, oh Gott. Und das Schlimme ist, ich habe es nicht gemerkt. Und das war mir so peinlich, Leute. Das war mir so peinlich. Ich bin dann irgendwann, als wir schon im Kino waren, auf die Toilette gegangen und habe dort in den Spiegel geguckt. Und ich hab echt gedacht, oh Gott, ich gehe nicht mehr hoch zum Kinosaal. Das war so peinlich. Meine komplette Schminke war einfach so verlaufen. Und vor allen Dingen mein jetziger Freund hat ja auch gar nichts gesagt. Also, er hat wirklich gar nichts gesagt. Er hat sich normal mit mir unterhalten und er hat mich irgendwie gesagt so, ja, du hast hier unter den Augen total schwarze Augen und deine Schminke ist irgendwie so. Hat ja auch nichts gesagt und mir war das so peinlich, so unendlich peinlich. Deswegen würde ich viel lieber ungeschminkt auf einen süßen Typen treffen, anstatt total überschminkt, weil da kann so viel schief gehen, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Und ja, wenn du Lust hast, kannst du auch nochmal bei meinen anderen Videos vorbeischauen. Die sind hier unten in der Infobox verlinkt. Und ja,
dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalassen würdest. Natürlich, wenn du Lust hast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!